Hallo, das ist Full Life Games und herzlich willkommen zum nächsten Kampf in der CPP Nummer 6. Und es geht gegen Serpy. Wir wissen alle, Serpy ist ein guter Dude. Serpy ist ein starker Dude. Das könnte gefährlich werden. Der hat schon mal ein CPP gewonnen. Nicht im Moyu, im Yuyu, aber trotzdem ist er ein guter Spieler. Dementsprechend muss man aufpassen. Er bringt ein interessantes Team, würde ich mal sagen. Aus Torn, Hooper Anbauen, Excadrill, Elemimola, Bisaflor und Lele. Und ich finde es ganz interessant, weil sein Rocker ist tatsächlich Driller, was vielleicht Sash sagt oder sowas. Auf jeden Fall ein interessantes Team, muss man mal sagen. Mega dieser Floor auf jeden Fall, das ist ganz klar. Lele, kann alles sein, kann Skarve sein, kann was auch immer sein. Hooper, ja, ist tatsächlich sehr threatening. Ich meine, klar, ich habe zwar Steel Fairy, was das beste Typing der Welt ist, um Super aufzuhalten. Ist trotzdem Hooper, das juckt den halt nicht, den Jungen. Wenn er Fire Punch drückt, dann, ja, scheiße. Aber ich habe halt so ein paar Checks mit Hydra, mit Len und mit meinen Steel Fairy Tap. Das ist schon okay. Und ich habe einen Wolf bei Schnelles. Es ist nicht so bad. Torn ist ein bisschen nervig. Habe ich nicht so. Aber ich habe zwar Rotom und. Ja, ja, geht schon eigentlich. Geht schon eigentlich. Komm mal drauf, was er für Moves hat. Aber mute. Prinzipiell, was möchte ich gegen ihn machen? Ich finde, dass Volt ziemlich nice gegen ihn aussieht, sobald ich einen Quiver Dance habe. Weil nach Rocks und so kill ich dann probably das Torn oder so. Probably so ein Helm mit Torn, mit Defog oder so, weil es immer so gespielt wird. Vielleicht auch nicht, aber mal gucken. Na, dafür kann nur Z-Move sein, so ein Shit. Aber ich muss dann auch das Invermorna wegkriegen, und dafür habe ich einen Z-Move. Aber dann sieht es eigentlich ganz cool aus. Dann sehe ich nicht, was mich da stoppen sollte. Gut, was habe ich mir beim Lead-Matchup gedacht? Ich habe mir gedacht, ich finde Hydro ist gegen das meiste nice. Und das Ding ist halt, ich dachte mir, der ist so Lead Sash Excadrill oder so. Das Hydro ganz nice, weil ich habe natürlich Flint Chunks mit einem Dark Pulse und kann eventuell Rocks preventen. Vielleicht auch nicht, aber sonst habe ich halt gegen Lead Sash Excadrill auch nicht so viel, was er unbedingt was machen möchte. Deswegen war das mein Play, meine Lead-Idee. Mal sehen, ob es geklappt hat. Wir gehen in den Kampf. Ja. Gut. Und Pokémon-Trainer Serpy fordert dich heraus. Muss man natürlich sagen, weil der Standardsatz richtig. Und er liegt tatsächlich mit Torn. Und da dachte ich mir so, ist ein bisschen blöd, aber nicht so schlimm. Und das andere Ding mit Hydra ist auch, er hat keinen Dark Resist, ne? Das heißt, ich kann eigentlich Dark Pulse drücken und da tut mir nicht, jetzt nicht so weh. Drücke jetzt auch U-Turn, das ist okay. Das tut mir tatsächlich doch ein bisschen weh. Aber ist okay, ist kein Turret, ist alles fein. Tut nicht so weh, tut nur ein bisschen weh. Und ich kann einfach Dark Pulse mal abholen, mal gucken, was er machen möchte, was sein Switching ist. Und wechselt nochmal Mulida. Das ist okay, der kriegt jetzt ein bisschen Damage. Ding ist natürlich, Mamolida ist fett. Und wir sehen halt auch, ja, der Junge ist fett. Verdammt. Deswegen sagt er, kann den nächsten Dark Pulse tanken und so weiter. Das ist alles doof. Aber wächst tatsächlich raus. Denkt sich vermutlich, das weiß ich nicht. Denkt sich halt, ey, der Tank mit Boreos, der jetzt reinkommt, was. Ich drücke halt einfach nochmal Dark Pulse. Und wir sehen jetzt an dem Damage tatsächlich. Ja, das ist probably AV oder so. Das macht zu wenig. Das ist interessant, weil er, das heißt, er hat probably kein Defog auf dem Ding. Aber na gut, das macht meine Lage jetzt nicht unbedingt besser. Ich kann jetzt aber roosten, weil U-Turn haben wir gesehen, macht weniger als 50%. Das heißt, ich recover. Aber der kriegt dann den Free-Switch in Mamolida. Und ich muss eigentlich raus, weil das Ding biete ich nicht. Ja, der kann halt auch probieren, was er will. Der kann. Oh doch, ja, gut, wenn ich ein paar Mal flinche, dann biete ich den schon. Aber, you know, da muss ich halt ein paar Mal flinchen. Und der kann immer noch einen Torn gehen, kann hin und her regeneratern. Ich verliere das. Deswegen muss ich auch mal rausgehen. Gehen Schotti, meinen guten Tardot Reiniger, Rotom Wash. Und er haut einen Score draus. Und das ist okay. Solange er nicht burnt, passt das Ganze. Und er burnt tatsächlich nicht. Und das war nice. Jetzt kann ich einfach, ein Örlich draus hauen. Ich habe mir gedacht, Wurzbusch ist ein Play, aber kann halt in Vino gehen, kann extra gehen. Und selbst wenn ich auch gegen Marmolida bin, möchte ich gar nicht und nicht mal Wurzbuschen, einfach weil ich den eher, Status haben möchte, damit er keine Lefties kriegt. Es ist jetzt Toxina, das heißt, Burn wäre tatsächlich gut für mich gewesen, wer hätte das getroffen, weil Toxin jetzt schlimmer ist als ein Burn, weil Burn macht ja weniger Schaden als Toxin immer, deswegen alles gut, aber, ist es jetzt nicht. Kann jetzt aber immer ein Volt switchen und kriegt jetzt immer ein Damage auf den Ding. Das ist schon mal etwas, und jetzt ist er jetzt so bei 50%. Ich habe jetzt gedacht, okay, probably wird ein Wish rausholen oder so, deswegen dachte ich mir, okay, nur was rein, was sehr viel Pressure macht, mein Mawile. Und selbst wenn er kein Wurst oder sowas in Vino geht oder so, kann ich dann einfach die Rocks legen. Das ist fein. Weil aktuell denkt er probably, dass die Rocks halt auf Lerne sind. Aber holt einen Skull raus. Und das ist jetzt scary, weil wenn er mein Mawile burnt, dann habe ich auf jeden Fall viel weniger Damage-Potenzial. Macht doch sehr viel Schaden, als ein Crit war, aber zum Glück kommt kein Burn. Und das Ding ist jetzt halt ein Problem, weil das Ding ist immer Mamolida died halt, ne? Deswegen kann ich halt jetzt, weil er eh switchen wird, einfach die Rocks legen. Ich habe mir gedacht, ich behalte jetzt einfach mal den Betroer, deswegen mega ich mich nicht, falls er halt irgendwie physisches Hooper ist oder so. Und ich da den Intimidate noch brauche, weil ich denke mal, sonst brauche ich die Mega gerade eh nicht, weil ich eh nicht attacke. Megan soll ich mich eh nur, wenn ich da unbedingt gerade attacke.
Und jetzt sind die Rocks draußen, das ist ganz nice, krieg halt jetzt Chip auf allem. Und ich hab mir gedacht, okay, was ist jetzt da der Switch? Und er wechselt aber auch selber raus. Denken sich, okay, jetzt kann halt sowas wie Corona reinkommen und so. Und das möchte er preventen mit seinem Boreas. Macht er halt auch relativ gut. Und ich habe mir jetzt gedacht, okay, wechseln wir aber raus. Und das Ding war halt eben, ich wechsle in der Dragon, nicht in Boreas. Weil der kann halt auch Venusaur touchen. Ich meine, mit Dark Pulse kann er den rein theoretisch bieten, vor allem wenn Rocks liegen. Wenn alle mit Morle gebürnt ist, ist es ganz nice. Kann nur einfach HP-Pfeile so drücken, aber gut. Jetzt bin ich alle drin. Sagen wir jetzt, okay, bleiben wir mal eine Turn drin. Werde jetzt aber durch den Orkan verwirrt. Mal gucken, ob ich mich selber treffe. Könnte ich ein bisschen Damage in der Roosten, aber nein, ich treffe mich selber. Und jetzt halt ein Problem, weil Hydra ist fast down. Das ist gar nicht nice. Aber das Ding ist halt, Eugene ist jetzt ziemlich obvious. Er würde nicht nochmal Kahn drücken, weil er könnte ihn missen, könnte ich husten, so ist doof. Deswegen gehe ich in Volk in der Hoffnung, dass ich ihn jetzt burne, auch mit Flame Buddy auf dem Eugene, to be honest. Volk ist, to be honest, auch nicht das schlechteste Mann, was drin sein kann, weil es halt vieles bietet. Deswegen ist das fein, wenn Thorn raus ist, dann ist es halt besser, weil er nicht in Thorn rein U-Turn kann. Geht jetzt aber an Lele und das sagt mir jetzt eigentlich ziemlich, dass der Scarf ist, probably. Weil er halt sonst nicht in Lele gehen würde, weil sonst könnte ich mich einfach setupen und dann hätte er einfach ein Problem, weil plus 1 vor Corona ab dem Punkt halt sehr, sehr scary ist. Deswegen gehe ich auch raus. Und er macht das ziemlich gut in den Excalibur, aber ich hatte halt... Das Ding ist halt, der Switchen halt ist halt Mag, ist halt Steel und so. Und ich hatte so knapp meinen Finger vor dem Fireblast, weil ich dachte, Alter, Excalibur ist so obvious. Und ich habe es leider nicht gemacht. Ich wusste, dass das kommen wird, weil der Steel so obvious war. Aber jetzt kann der Excalibur gehen. Das ist ein Problem. Weil das Ding ist, jetzt kann er einfach spinnen oder seine eigenen Rocks legen. Das ist alles doof. Und hätte ich den Fireblast gedrückt, das wäre so super gewesen, weil er wäre ein Spin weg gewesen, keine Rock auf seiner Seite. Jetzt habe ich einfach 4 Momente verloren für gar nichts. Aber gut, jetzt kann ich wieder in Volcarona gehen, weil jetzt halt der Safe Spin oder Rocks kommen oder so. Und er legt halt seine Rocks. Was gut für mich ist, weil dann die Rocks noch auf seiner Seite liegen. Und weil mein Volk ja gerade drin ist, muss ich nur mal irgendwann defoggen, aber gut. Jetzt war so das Ding. Jetzt die Frage, wechselt er raus oder so. Ich habe mich für einen direkten Feuersturm entschieden. Er bleibt auch drin, was nice ist. Das Ding ist halt, er darf mich halt auch nicht setupen lassen. Deswegen war das auch von ihm ein bisschen der Play drin zu bleiben. Das habe ich richtig gelesen. Und das Excalibur ist gestorben. Das ist nice. Leider sind jetzt Rocks auf meiner Seite, die hätte ich ja preventen können, hätte ich den Play da gemacht, aber das war halt riskant und dementsprechend habe ich es nicht gemacht. Hätte ich mal machen sollen, aber fein. Jetzt muss ich natürlich wieder raus, weil das Garfus und jetzt leider, wenn ich wieder reinkomme, nehme ich 50%, das heißt, ich muss mal gucken, dass ich einen Defog irgendwie finde, also mit Vogue kann ich jetzt nicht mehr so liberal spielen. Er bleibt jetzt aber mal drin, drückt Psychokinese und das macht absolut gar nichts, weil es ist Magina, was hier drin ist, 26 KP oder so hat das gemacht und das Psychic Drain ist weg, das ist alles doof, er hat keinen Ground-Up mehr, ich kann einfach Volt-Switchen, ist alles doof für ihn. Drückt aber tatsächlich nochmal Psychic, weil er weiß, dass ich Volt-Switchen muss, macht er ganz nett, chippen ein bisschen das Magina, ist vollkommen fein, mit Volt-Switch kriege ich Chip auf ihm, das ist fein, macht er eigentlich ganz nett, weil jetzt muss ich mal überlegen, was mache ich jetzt, aber ich kann halt jetzt, to be honest, in meiner Dragon Game. Und das Nice ist halt, ich bin ja der Dark-Type, der ist gescarft, kann jetzt einfach mal einen Boost raushauen und krieg halt einfach ein bisschen Recovery. Er wächst jetzt raus, hat ein paar Möglichkeiten, kann den Boreas kennen, aber er entscheidet sich jetzt für Hooper und das ist auch ziemlich fun, weil das Ding ist halt, ich werde ja hier nicht attacken, probably, ich werde einfach roosten. Vielleicht war Dark Pulse in Retrospektive der Play, weil ich meinen Hydreigon eh nicht brauche und Chip auf irgendwas noch nice gewesen wäre. Aber jetzt ist halt das Ding, jetzt ist Hooper drin und jetzt habe ich halt das Problem, dass ich nichts wirklich reinwechseln kann. Weil so meine Steel Fairy Tales brauche ich noch für Tabulele. Deswegen durch jetzt Finsteraura. Und das Problem ist halt, drücke Vorstoß und jetzt zeige ich meinen Hydreigon. Jetzt habe ich halt einen Psychic Immunity weniger, das ist ein bisschen schwierig, aber bisher sieht es noch gut gegen Tabulele aus. Also ist alles gut. Hydreigon geht auch und er macht eh nicht so viel. Ich kann das meist noch handeln, ist okay. Kann jetzt in Lando gehen, kriege jetzt auf jeden Fall eine U-Turn und das ist fein. Beziehungsweise, naja, nicht eine U-Turn. Ich krieg einen Defog, weil ich bin Scarf Defog. Und klar, das macht mich gelockt, aber ich brauche die Rocks weg. Und er kann halt keine Rocks mehr legen, weil er Excalibur down ist. Das heißt, ab dem Punkt kann ich noch Rocks kriegen und seine Rocks werden für immer weg sein. Das heißt, Volk hat ein viel, viel freieres Feld, sobald der Defog draußen ist. Er versucht jetzt Cabofalle probably sogar zu sacken, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. Mit Defog bin ich auf jeden Fall hier auf der guten Seite, dass das Volk auf jeden Fall noch Arbeit machen kann. Das ist ja das Wichtige. Ja. Tarnsteine sind jetzt weg, natürlich auch auf seiner Seite, aber gut, damit muss ich leben, die muss ich auf jeden Fall nochmal bekommen, aber jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal raus, weil Lando mit Scarf, Defog bringen mir jetzt hier nichts, ne? Also gehen wir an Just Mag, an Magina und hängen halt die nächste Psychic. Und mit der Zeit wird Magina hier leider auch immer weiter gechippt und das Problem ist, es hilft jetzt nicht unbedingt, dass er jetzt auch noch einen Spätzle-Drop kriegt, das heißt, es wird weiter gechippt und in Retrospektive, probably hätte ich hier Iron Headen sollen, aber ich dachte, dass er halt ein Dino wechselt oder so. Deswegen habe ich mich entschieden, Volt Switch zu machen. Und wir sind jetzt schon relativ low, 58%. Das heißt, Lele kann ein Problem werden, sollte ich das nicht bald, handeln können. Aber ich denke mir jetzt, okay, der gut, fretten wir es einfach raus mit Lucy und drücken jetzt einfach Rocks, damit wir die Tarnstände auf unserer Seite haben. Wir regeln uns am besten auch noch, damit wir, weniger Damage nehmen. Hoffe ich doch mal, dass ich das gemacht habe.
Ja, und das ist mein Play, mich zu mega an. Aber tatsächlich bleibt er wieder drin. Und mittlerweile wird es ein bisschen scary, weil Magiena kann jetzt auch nicht mehr unbedingt in die Zeige reinkommen. Und jetzt lege ich ja Rocks und lasse es wieder undamaged und das Ding lebt dann auch nicht mehr im Psychic und irgendwie bringe ich mich gerade in eine Lage, dass Leben plötzlich sehr threatening wird, obwohl es eigentlich nicht hätte sein müssen. Immer lege ich Rocks, das heißt, das Capofala kann nur noch einmal in Tarnsteine reinkommen, glaube ich. Wenn wir uns gleich die KP angucken, aber das reicht eventuell mal. Das ist schon ein bisschen scary. Jetzt muss ich halt tatsächlich was opfern, was sehr, sehr kacke ist. Geht's aber auf jeden Fall Magiena, weil ich mir dachte, okay, einen Take mir vielleicht noch. Vartyburn ist Missplay, weil wenn das jetzt nicht, wenn es jetzt ausgereicht durch Spätzle-Drop kommt, wäre das doof gewesen. Aber das Psychofeld ist zum Glück weg. Und wir haben gesehen, der letzte Psychic hat 29 KP gemacht. Das heißt, Magiena lebt mit einer Roll nur noch den nächsten Psychic, was ein bisschen nervig ist. Aber jetzt kriegen wir immer den Voltswitch raus, das ist jetzt erstmal okay. Müssen wir uns später drum kümmern, wenn es überhaupt dazu kommt, weil vielleicht kriegen wir noch ein Setup. Wir bekommen jetzt den Voltswitch, wir kriegen Chip auf Taunty, das ist nice, ist auf 50%. Und mit Rocks kann er sich nicht mehr so hoch recovern, wie er möchte. Wir kriegen jetzt weiter Momentum, weil wir jetzt einfach in Rotom Wash gehen können und direkt auch einen Voltswitch kriegen. Das heißt, wir sind Momentum Gang, das ist wichtig und richtig. Wir müssen auch mal gucken, dass wir uns irgendwann mal in eine sehr gute Situation einfach Voltswitchen. Deswegen Air Eugen jetzt auch. Überlegt ihm, was er geht, entscheidet sich tatsächlich für seinen Hooper und das ist ganz nice, weil den chippen wir jetzt ein bisschen und können dann einfach in unser Volcarona oder Lando gehen und ihn dann ausmachen. Könnten auch in Mobile gehen, aber Sucker Punch ist nicht so nice und das Ding ist halt, klar könnten wir Lando gehen, aber dann würden wir halt auch nur U-Turn auf irgendwas und deswegen gehe ich in Volcarona, weil er hat halt keinen so wirklichen Switchen und muss den jetzt hier auch opfern. Könnte in Torn gehen, aber das ist auch ein bisschen riskant, deswegen geht es hier auch das Hooper down. In der Welt könnte ich ja setupen, das kann er nicht erlauben. Und Hooper ist auch nicht mehr so necessary. Jetzt hat das Ding. Er geht jetzt halt in sein Marmolido und ich habe mir gedacht, okay. Probably denkt er vielleicht, dass er einen Hit tanken kann oder so. Auf jeden Fall muss ich die Gelegenheit nutzen zu Quiverdance. Weil selbst wenn er Toxic. Eventuell habe ich genug Toxic Turns, um das Ganze sogar hier zu gewinnen. Wenn ich ehrlich bin. Und das Beste ist jetzt, er wished. Das heißt, kein Toxic, kein gar nichts. Und ich habe den Z-Move, ne? Und eventuell denkt er nicht, dass ich einen 7-Move habe. Ich meine, prinzipiell ist es egal, weil ich kill jetzt erstmal alles mit einem 7-Move, was reinkommen möchte. Selbst Torn, wenn er die AV hat, weil 7-Move plus 1, das sollte auf jeden Fall ausmachen. Deswegen drücke ich jetzt den 7-Move. Und das ist nice, er bleibt drin. Wenn jetzt kein Protector, was glaube ich schon angezeigt wäre, ja, dann knocken wir einfach das Mamoli da aus. Der Rüsch ist weg. Sieht doch ziemlich nice. Es sieht danach aus, wenn die freie Bahn haben. Also drücken wir jetzt den Zap-Move. Los geht's. Baginum Z kommt raus. Brauchen wir auch für nichts anderes mehr unbedingt. Und ja, los geht's. Wir würfeln den Zekni. Das Marmolida wird einen schönen Kokar gehauen und ein bisschen am Boden geschleift und öffnen wir den mal, damit das Marmolida da umgeht. Und das ist ziemlich nice. Der Sound, der Crit hat ziemlich sicher nicht gemeldet, wenn ich ehrlich bin. Das wird fein gewesen sein. Geht jetzt in Boreos. Es ist zwar AV, aber das Ding ist halt, wir haben Fireblast plus 1. Wir sind Volcarona. Hätten jetzt nochmal quivern können, aber wir müssen keinen Crit oder Confusion eigentlich riskieren. Aber wir müssen den Fireblast. Dementsprechend alles, ja, hätten wir vielleicht nochmal quivern. Aber wäre eh egal gewesen, wir haben gemisst. Sind jetzt low und das ist ein bisschen doof. Weil das ist jetzt ein bisschen scary. Und ich war mir jetzt easy, oh, vielleicht geht's doch nicht, aber egal, wir müssen Feuersturm. Und das Torn geht down. Das war nice. Aber ein bisschen schade, weil Feuersturm ist in dem Gang Hurricane getroffen. Ist immer ein bisschen, Aber gut, jetzt kommt Bisaflor rein. Jetzt dachte ich mir, okay, Bisaflor kann ich mir nichts anderes mehr bieten, außer mit Volk. Das heißt, ich muss den Fire blasen. Wenn Bugbuzz nicht ausreicht, er mich mit Sludge Bomb killt oder poisoned, dann ist das Problem, dass ich gegen alles recovern kann, nicht einfach gegen Venusaur verliere, weil ich einfach keine Steel of Morale habe. Das heißt, ich muss hier in meinen Augen Fire blasten, weil das vielleicht killt oder ihn zumindest so low bringt, dass ich dann einfach mit Lando EQ'en kann oder so und er den nicht mehr... Ja, ey, mit dem nichts mehr machen kann. Aber ich misse wieder den Fireblast und kriegt er die Pause? Nein, und wir leben zum Glück noch. Ich krieg nochmal die Chance und tatsächlich treffen wir den Feuersturm. Und wenn das jetzt killt, dann ist GG, aber Venusaur lebt. Und jetzt haben wir ein kleines Problem. Ich meine, das Ding ist halt, Vino died jetzt durch Rocks, aber er hat immer noch Lele hinten. Und wir hatten noch mal kurz drüber nachgedacht. Lele? 29% auf dem Agena? Ich habe jetzt nur noch 4 Pokémon, dann kriege ich hier noch Psych-Train-Turns. Ich gehe jetzt auf jeden Fall Lando, weil mit Lando kriege ich jetzt hier den Kill. Ich muss den auf jeden Fall kriegen, weil Maul ist auch probably langsamer und sowas. Rotom gehe ich auf jeden Fall nicht, Lando ist safe schneller, muss der Play sein EQ. Das ist ganz, ganz klar, das muss ich auf jeden Fall machen. Jetzt ist allerdings das, oder ein bisschen das Ding, dass halt Lele threatening sein kann. Klar, Lando kann halt einen Psychic tanken, das ist ja halt ganz cool. Aber kann auch möglicherweise eine Roll sein, ne? Deswegen muss man auf jeden Fall aufpassen und gucken, wie viel das machen wird. Beziehungsweise, naja, Tabulele Psychic macht tatsächlich mit Scar, wenn ich mir das okay, gerade 85 bis 100 L1. Das ist never mind, von wegen der Roll. Auf Wiedersehen, Lando.
ich war ich 145, ich glaube mindestens 141, ne? Aber ja, Lando geht down. Das ist ein Problem. Ich meine, vielleicht tankt Rotom. Geben wir mal einen Rotom. Das könnte vielleicht ganz cool sein, wenn das tanken würde. Psyche kommt, aber ab dem Punkt tankt Rotom auch nicht mehr. Ich glaube, ich habe auch nicht unbedingt das Bedarf, dass Rotom geht down. Ja, und jetzt habe ich nicht mehr viel Optionen. Ich habe noch Morwell, aber der tankt auch keinen mehr. Vielleicht kann man es mal versuchen. Morwell, machst du das irgendwie? Aber das wird auch nicht der Fall sein. Und alles sieht danach aus, dass jetzt... Ja, ich mal tief schlagen müssen. Bissel cheeky. Aber Psyche-Terrain ist da. Wir wissen alle, dass Psyche-Terrain da ist. Jetzt ist... Ja, das ist das Ding. Magierna Roll. Magierna muss jetzt diesen Psyche tanken. Es ist eine Roll. Ich weiß nicht, in welchem Favor, aber... Frage ist, tanken wir das? Tanken wir das nicht, Magierna? Bist du bulky genug? Bist du nicht bulky genug? Und wir tanken es mit einem KP. Mit einem KP und der Iron Head kommt. Und wir knocken das Lele aus. Und damit hauen wir Serpy weg und kommen ins Halbfinale. Boah, war das ein knapper Kampf, meine Damen und Herren. Holy shit. Zugegeben, ich wurde ein bisschen gehext mit meinem Volcaron, dass ich Fireblast gemisst habe. Mein Hydreigon wurde confused. Das mit Hydreigon war, hat nicht so gemeldet. Dass die Fireblast misse schon. Aber gegen Ende hat es ja sich trotzdem ausgebadet, indem er halt Magierna dann dem Psychic überlebt hat. Ich glaube, ich hätte nicht so... das Ding ist halt, klar, ich hätte meine Steals nicht so andamagen lassen dürfen, aber auf der anderen Seite musste ich es auch machen, damit die Rocks kriege und so weiter. Dementsprechend weiß ich nicht, was da der Play gewesen ist. Vielleicht hätte Serpy für den Maginium sie scouten sollen oder so, auf jeden Fall switchen. Aber dann hätte ich ja halt immer noch ein volles Corona gehabt. Vielleicht Toxic oder so und dann Switch auf Maginium sie oder so. Dann kriegt, ja, irgendwie sowas, glaube ich, und dann kann er drin bleiben, Wish protecten und vielleicht dann gegen Corona gewinnen. Vermutlich wäre das ein Play gewesen, aber ja, hat auf jeden Fall gut funktioniert für mich war am Ende jetzt nochmal sehr, sehr knapp. Holy shit. Also da dachte ich dann auch am Ende, oh Gott, das ist probably verloren, aber Magierna ist Magierna gewesen. Und Magierna kann halt manchmal einfach schon so Games retten und das genau hat es hier in diesem Game getan. Sich die Roll ist 26 bis 31 und ich glaube 29 war die, ja, ich glaube wir haben, ja, warte mal. Ja, ich glaube, das war wirklich ein 50-50, Bro. Krass. Ich gebe mal gerade mal Magierna 29 KP. Das war anscheinend wirklich eine 50-50 Roll. Das ist schon sehr interessant. Also dementsprechend, ja, ist manchmal so. Aber Fireblast haben wir auch gemisst, deswegen denke ich mal, das ist alles fein. Und ja, der nächste Kampf wird gegen Felix sein. Da haben wir interessantes Squads. Und ich würde mal sagen, ja. Oh, Moment, ich kack gerade und sehe gerade. Moment. Ich war 252. Es ist immer noch derselbe Damage. Unglaublich, Lele ist strong. Gut, nächster Kampf ist gegen Warum Felix. Mal gucken, wie das laufen wird. Und ich kann mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Kampf wieder. Bis dann und ciao.